Einst schienen die Rohstoffe endlos zu sein. Aber 2030 begann die große Energiekrise. Als unsere Welt beinahe aufgebraucht war, schufen die Weltmächte die World Space Agency, um jenseits der Erde Antworten zu finden. Diese Antwort lautete Helium-3. Das energiereiche Isotop wurde auf dem Mond im Überfluss entdeckt. Damit würde die Menschheit ihren Energiebedarf auf Jahrzehnte decken können. Im Jahr 2032 wurde der Mond kolonisiert. Unter Anleitung des Lunarrats konstruierte die WSA mehrere Siedlungen zur Helium-3-Ernte und Verarbeitung. Ein revolutionäres Energienetzwerk übertrug diese Energie zur Erde. Der Mikrowellenenergietransmitter oder MPT. Für eine Weile schien alles gut. Doch eines Nachts im Jahr 2054 gingen die Lichter aus. Keine Energie. Der MPT war offline und die Verbindung zu den Mondkolonisten brach ab. Aus Mangel an Ressourcen, um eine Rettungsmission zum Mond zu starten, wurde die World Space Agency 2055 aufgelöst. Aber eine kleine Gruppe früherer WSA-Kolonisten weigerte sich, den Untergang zu akzeptieren. Um das Schicksal der Kolonie zu ergründen und den MPT zu reaktivieren, bereiteten sie eine Mission von einem verlassenen Raumhafen in der Wüste vor. Jetzt, 2059, sind sie bereit, einen Astronauten zum Mond zu senden. Niemand weiß, was ihn dort erwarten wird, aber die Mission ist klar. Gib uns den Mond zurück. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Deliver Us the Moon. Also nach dem Intro konntet ihr nehmen, dass wir versuchen, zum Mond zu gelangen, um dort herauszufinden, was mit der Mondkolonie dort geschehen ist. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, was uns dort erwarten wird. Ich kann es mir echt, also ich habe keine Vorstellungen. Wir lassen uns am besten einfach überraschen. So, zuerst, ja. Level-Auswahl, das ist vielleicht mal ganz interessant. Okay, gut, da haben wir eh viel zum Auswählen. Einstellungen passt auch soweit. Machen wir mal ein neues Spiel. Freunde und Familien der vermissten Mondkolonisten haben sich heute auf der ganzen Welt versammelt in Gedenken des MPT-Blackouts 2054, der zu weltweiten Stromausfällen und dem Kontaktverlust zur Mondkolonie führte. Der Blackout war Anlass zu weltweiten Unruhen und führte ein Jahr später zur Schließung der World Space Agency. In weiteren Nachrichten, der größte Staubsturm seit Beginn der Aufzeichnungen hat Klimatologen zu Neubewertungen ihrer Modelle zur Wachstumsrate der Äquatorwüste veranlasst. Unter Einbeziehung des neuesten Sturms könnte die Wüste bald auf 30% der globalen Landmasse anwachsen. Mehrere Regierungen kündigten trotz wirtschaftlicher Probleme Unterstützung für Flüchtende an. Der Staubsturm wird voraussichtlich am späten Nachmittag bewohnte Gebiete zwischen 49 und 50 Grad nördlicher Breite erreichen, sowie die frühere MPT-Bodenstation der World Space Agency in der Atyrau-Wüste passieren. Für die betroffenen Gebiete. Ah, okay, gut, ich wollte mir eigentlich die Radioübertragung anhören, aber das ist zu lang. Gut, so, das ist ein bisschen träge, wenn man sich da bewegen will. Kann man springen, passt. Ja, passt, schauen wir uns mal um. Ich nehme mal an, wir sind in der Wüste bei dieser Raumstation, die wir da in Betrieb genommen haben. Oder diesem, Entschuldigung, Raumhafen. Weil wir sind ja noch auf der Erde. Ja, das könnte unser Quartier sein. Was haben wir hier? Moonman. Aha. Das wird schon eine ältere Ausgabe sein.
Ja, kann man das... Ah, man kann es aufmachen. Okay. So. Okay, hier haben wir ein paar Infos. Da war ja noch was. Was haben wir hier? Oh, das ist das der Plan von unserem Raumschiffchen. Command Module. Aha. Okay, das ist anscheinend die Reihenfolge, wie wir den Start initialisieren. Vielleicht brauchen wir das noch. Ja. Fortuna, sind Sie da? Ja. Fortuna meldet sich so. Ah, okay, da können wir dann wahrscheinlich unseren Anzug rausholen. Haben wir da noch irgendwas? Okay, drücken wir mal. Bodenkontrolle an Fortuna One, hier ist Claire. Bitte Funkkontakt bestätigen. Funkkontakt bestätigt. Gehen Sie zur Startplattform und bereiten Sie die Rakete für den Start vor. Wir müssen vor dem Staubsturm abheben. Okay, da wird nicht lang gefackelt, also wir müssen heute noch abheben anscheinend. So. Betrieb die Wesenkopf Abschlussanlage. Da müssen wir anscheinend jetzt hin. Ja, das ist unsere neue Mission. Können wir uns da... Nein, wir können doch nicht durchnavigieren, oder? Nein. Okay. Also anscheinend sehen wir auf diesem Arm-Computer-Dings unsere Ziele. Und... Da ist sie, die Taurus 5. 4 Jahre haben wir gebraucht, bis sie startklar war. Aber Sie müssen sich beeilen. In ein paar Stunden kommt der Staubsturm. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, ist die Fortuna-Mission gescheitert. Endgültig. Ui, na dann gehen wir aber ein bisschen schneller. Was ich mich nur frage, ist irgendwie, also ich bin jetzt kein Raketenwissenschaftler, aber weiß nicht, wenn das da so steht, in einem Staubsturm, ob das gesund ist, ob der wirklich einsteigen will. Aha. Ah. Okay, jetzt können wir durchnavigieren. So. Also, das ist eine Netzwerkschüssel. Die schaut nicht mehr betriebsfähig aus. Dürfte aber jetzt kein Problem für uns sein, glaube ich. Was haben wir hier? Kommunikator, ja, Lampe. Astrotool, Oculus. Aha. Okay, ich glaube, das Oculus ist das zum Scannen, was wir gerade verwendet haben. Wie man die Lampe einstellen kann. Ich drücke mal herum. Okay. Mal springen. Ah, zoomen können wir auch. Ah, okay, R3 ist es. R3 ist für die Lampe. Perfekt. Können Sie mal da umschauen, bevor wir wegfliegen, weil ich habe das Gefühl, dass wir nicht so schnell wieder zurückkommen werden. Ah, okay, mit L2 sprinten. Ups, schauen wir da mal rein. Okay, interessant. Also eine ganze Lektüre auf dem Weg zum Mond. Aha, Claire, Kathy. Auch Claire. Das könnte vielleicht... Das könnten die Namen sein von den Mondkolonisten, ja. die ihre Sachen hier gelassen haben. Warum auch immer, aber es ist nur eine Vermutung, ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Okay. Ja. Perfekt. Na gut. Ich finde es auch ganz nett, wie das immer so reinzoomt in die First Person. Zack. Wenn es ein bisschen enger wird, sag ich mal. Und Third Person, wenn man in größeren Gebieten ist, ein bisschen mehr Übersicht. Schaut cool aus. Aha, was haben wir hier? Sputnik. Ah, okay, das
Dann denk mal an den ersten Satelliten. So, komm nicht ran. Mal schauen, springen, geht das da so? Ja. Und wir hätten doch einfach die Stufen gehen können. Finde ich irgendwie komisch, dass hier schon so... Aha, da liegt ja was. Oh nein, das war jetzt nur... Scheint schon seit der Erde wenig Anziehungskraft. Wie es dann am Mond sein wird wahrscheinlich. Das ist eine Frage. Also ich weiß aber echt nicht... Das Schild hängt ja schon so irgendwie runter. Ein Staubsturm zieht auf. Wir steigen dann in eine Rakete ein. Aber gut. Was soll's? Ah. Okay, man kann nicht mal runterspringen, man muss die Leiter verwenden. Gut, ich sehe, Sie sind auf dem Weg zur Anlage. Das Kontrollzentrum ist auf der obersten Etage. Dort können Sie die Rakete zum Start vorbereiten. Seit der letzten Mikrowellen-Energieübertragung der Mondkolonie sind 5 Jahre vergangen. Erst glaubte niemand, dass man vom Mond Energie an die Erde übertragen könnte. Aber die WSA hat es den Skeptikern gezeigt. Sie werden das auch tun, wenn sie den MPT wieder in Gang bringen. Aha, ist das... Dürfte eine ältere Version des Raumanzuges sein, vielleicht? Okay, was mich interessieren würde, ist, warum wir da jetzt alleine sind. Ah, das Passwort habe ich, glaube ich, nicht. Wieso ist da keiner? Vielleicht hinten wir den Zugangscode irgendwo. Oh, da war was. Okay, 3548. Perfekt. Sehr schön, jetzt ein bisschen heller wenigstens. Oh, achso, okay. Ich dachte, jetzt kommen schon die ersten Monster. Das Gebäude gehörte mal zur WSA. Jetzt nennen wir es seit Jahren unser Zuhause. Ich kann nicht glauben, dass wir es bald endgültig verlassen. Nachdem dieser Sturm hier durch ist, wird die ganze Region bald zur Wüste gehören. Space Tech. Aha. Life without MPT. Okay, das war anscheinend ein Jahr nach diesem Blackout. Ja, Blackout war 2054. Interessant. Also, eigentlich dürfte die Erde schon ziemlich verwüstet sein, sag ich mal. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Weil sie war ja angewiesen auf die, sag ich mal, Energielieferung von dem MPT, also vom Mond. Und seitdem der ja ausgefallen ist, seit 5 Jahren, dürfte die Erde nicht mehr sehr handlungsfähig sein, sag ich mal. Also, das ist meine Vermutung. Könnte auch ein Grund sein, warum hier wirklich wenig los ist und alles so fluchtartig verlassen aussieht. Also, ja, schon ein bisschen creepy. Und das, obwohl wir noch auf der Erde sind. Aha. Ist da oben passiert? Ja, das würde mich auch interessieren. Was ist das? Hygiene Research Facility. Okay. Ah, ein Gedenken.
Aber was haben wir? Achso, das war ja dieser Button. Können wir den was an? Aha. Der schaut aber auch sehr gebraucht aus. Fortuna. So, ich würde eigentlich gerne aufs Raumschiff, damit wir endlich fliegen können. Was ist das? Eine AS-Ehrenheit. Aha. Okay, anscheinend zeichnet das Gerät Ereignisse auf und es wurde versucht, dieses hier zu reparieren, um eben sich die Aufzeichnung anzuschauen. Ah, was ist denn das jetzt? Sehr geehrte Sarah, aha. Okay, also die haben es da versucht herauszufinden. Fluoxetin. Schaut wie ein Medikament aus. Ja. Aha, was? Ah, wieder ein. Oh, Memo an. Achso, hoppala, ein Memorial. Ein Gedenken. Ja. Ist echt schon sehr. Wie soll ich sagen? Mysteriös. Man weiß nicht genau, was. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich der Grund, warum wir da jetzt hinfliegen. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Und wir stürzen uns eigentlich ins Unbekannte. Nehmen wir mal an, dass wir wahrscheinlich der Einzige in einem Mond sein werden. Vielleicht finden wir jemanden. Aber das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Und das kann auch niemand von den Leuten hier auf der Erde mit Sicherheit. Hoppala, was ist denn das? Beantworten. So. Irgendwas ist da aufgegangen. Ah ja. Ah, ich kann das. Das ist aber cool. Alter, nein, das ist schon so dunkel. Und ich rechne nicht mit irgendwelchen Viechern, weil das würde keinen Sinn machen, aber. Kontrollzentrum, ja, das hört sich gut an. Da können wir aber nicht durch, so glaube ich, oder? Nein. So, das dürfte irgendwie vielleicht der Gemeinschaftsraum gewesen sein oder die Kantine. Schaut eher nach der Kantine aus. Aha, Fortuna 1 beginnt. Danke an alle, ja. Da hängt was, vielleicht können wir das uns anschauen. Ups. Bierpong, ah ja. Ah, okay, macht Sinn. So, was ist das für ein orges Kraftfeld? Kann ich da durch? Oh mein Gott. Wir haben drei plausible Gründe für den MPT-Blackout ermittelt. Erstens, der Transmitter der Pearson-Raumstation. Claire, da bist du ja. Komm schon, wir feiern drüben. Alle suchen schon nach dir. Ich muss mir das nochmal ansehen, Maria. Wir haben es uns angesehen. Mehrfach. Wir haben alles. Komm schon. Es ist Zeit für die Party. Wird nicht lange dauern. Bin gleich da. Ach, eine echte Johansson. Wenn er sich zu was entschlossen hatte, konnte ich ihn auch nie davon abbringen. Du bist genauso stur wie dein Vater. Wahrscheinlich das Einzige, was uns verbindet. Warum hat er nur die MPT-Verbindung nicht wiederhergestellt? Er hat das Mistding erfunden. Und jetzt sind wir dran. Niemand anders versucht es. Wenn wir versagen... Du weißt, was ich dir gesagt habe. Wenn es machbar ist, machen wir es. Darauf konzentrieren wir uns. Geh deine Notizen durch und dann komm zu uns. Okay. Gründe des Blackouts. Zweite Möglichkeit, einer der Netzwerkpfeiler. Okay, also, das ist anscheinend eine Aufzeichnung von Claire. Und ja, der hat sich die Vorbereitungsnotizen für die Mission durchgelesen. Und das war
Am 14. September 2059. Okay, also eh recht, sag ich mal, zeitnah zu, wo wir jetzt sind. Vielleicht treffen wir sie. Ist die Frage, ist jetzt Claire am Mond oder nicht? Oder ist sie hier? Könnte es nicht sagen. Aber wir werden es vielleicht mal herausfinden demnächst. So. Ah ja, das schaut schon ein bisschen weniger nach Party aus hier. Gleich nach der Uni hat sie die Rakete entworfen. Ja. Das schaut echt cool aus hier. Diese ganzen Blueprints. Aber lass uns mal weitergehen. Wir sollten ja. Also. Wäre blöd, wenn wir unseren Flug verpassen. So. Ich muss sagen, es ist ein bisschen schwergängig hier, wie sie sich bewegt. Uah. Könnte aber auch im Anzug liegen. Kontrollzentrum. Bereiten Sie die Rakete so schnell es geht auf den Start vor. Ja, Neustart, oder? Berechne neuen Eintreffzeitpunkt des Sturms. Claire, wir haben ein Problem. Der Sturm nähert sich schneller als erwartet. Viel schneller. Uns läuft die Zeit davon. Weiter, Fortuna. Wir haben zu hart gearbeitet, um jetzt aufzugeben. Okay, also wir befinden uns jetzt in der Startsequenz und wir müssen die Wasserbrennstoffventile schließen. Okay, wahrscheinlich wird dadurch das Raumschiff aufgetankt und das müssen wir jetzt eben abdrehen, weil sonst können wir nicht wegfliegen. So, ist es das? Das hört sich nicht gut an. Da beide Treibstoffventile schließen. Okay, und dann wahrscheinlich den Schlüssel aktivieren oder umdrehen. So, wo sind wir hier? Ach so, wir müssen wahrscheinlich manuell die Ventile schließen. Ach. Okay, ich nehme mal an, das könnten die Ventile sein. Ja, so das. Achso. Ah, da kannst du schon hochjumpen jetzt, oder? Ach. Aha, das dürfte eine Abkürzung sein. Weil da sind wir reingegangen, genau, in die Crew-Quartiere. Aber da können wir nicht mehr rein. Hat sich vielleicht was anderes geöffnet. Ist auch die Frage, ob wir überhaupt runter müssen. Ist jetzt komisch, dass sich da... Okay, okay. Ich glaube, ich hab's. Wir nehmen das Ding jetzt einfach mit. Oh, das gehört jetzt uns. Na, Alter, was? Das kann es aber nicht sein. Ist das jetzt, weil das Ding da... Achso, weil es wahrscheinlich nicht gescheit draufsteht, kann das sein? Ja, okay. Was man da alles denken muss.
Aber wie das auch kennt, wie geht denn das? Sind irgendwie Sensoren dran? So, jetzt sollte man das eigentlich da schon geschmeidig verwenden können. Perfekt. Wer sagt's denn? So, was? Schauen wir uns mal um. Also eigentlich schaut sie ganz nett aus. Die Wasserstoffventile sind geschlossen. Gehen Sie zurück ins Kontrollzentrum, um die Rakete auf den Start vorzubereiten. Ja, das machen wir auch gleich. Ich wollte mich nur ein bisschen umschauen. Also das ist die Taurus-Rakete. Ja, und das ist halt wirklich Wüste, also hier gibt es nicht viel. Ja, der Ort hier wird auch langsam, ja, also, den wird es nicht mehr lang geben, glaube ich. So, jetzt könnten wir vielleicht den Schlüssel hier betätigen. Ups, was ist denn da? Schauen. Oh, ich muss so gerne umschauen hier. Entschuldigung. Dann macht das so einen Stress. Raketensteuersysteme online. Fast geschafft, wie im Training. Sie kriegen das hin. Initialisiere Startprozedur. Ah, okay, das heißt, die Knöpfchen da drücken. Bodenstartsequenz eingeleitet. So, was kommt dann? Das heißt dann die Hebel da. Fahre Orbitalzugriffsarm ein. Vorsichtiger Ach so. Bitte. Was? Ach so, okay, ich muss es da im richtigen Moment loslassen. Uah! Genau wie okay. In der Übung. So, was haben wir. Weiter, was muss ich. Okay. Also. Was? Das gehört ja so. So, warte, lass mich kurz. Achso. Die zwei. Oder? Das müsst ihr. Ich weiß nicht, was der damit meint. Oh, ich habe nicht so viel Zeit. Was? Ich verstehe es nicht. A, B. Ah ja. Raketensteuersysteme online. Fast geschafft, wie im Training. Sie kriegen das hin. Initialisiere Startprozedur. Ja, okay. Ja, ich muss uns mal anschauen. Da steht A. Das verstehe ich, ja. A. Okay, A. Und wo ist B? Jetzt hör auf da. Der macht mir da mega Stress. Okay. Bodenstartsequenz eingeleitet. Fahre Orbitalzugriffsarm ein.
Perfekt, genau wie in der Übung. Nein, das kann es nicht sein. A, B, A. Soll 1? 1? Oh, jetzt, okay, puh. Was muss ich jetzt machen? 4. Okay, das Ding. Fahre Sauerstoffarm. Passt. Sauerstoffarm ist gesichert. 5. Was ist denn das jetzt? Ah ja, alle drehen, oder was? Schalldämpfungssystem aktiviert. So, was ist denn das jetzt für ein Teil? Das ist nicht. Ach, ist es das? Ah, welchen muss ich da? Beide? Ah! Wenden. Wasserstoffabbrennsystem aktiviert. Raketenbooster bereit für Zündung. Bereit für Countdown. 3, 2, 1. Okay, passt. Raketenboosterzündung start. Triebwerke bereit in 5, 4, 3, start. 1. Wir sind gestartet. Das wird ein bisschen anstrengend. Ah, die Kamera ist ausgefallen. Oh, die Gewebelastung ist zu hoch. Oh, habe ich drückt den Sitz. Huch. Okay, ganz ruhig bleiben, wie im Training. Ja, wir sind außerhalb vom Sturm. Und da hinten, das könnte der Mond sein. Oh. Okay, das war ein holpriger Start, aber wir haben es geschafft. Drehen wir uns? Oder was bin ich jetzt? Ah, da haben wir irgendwas abgeworfen. Und wir drehen uns zum... Achso, ich glaube, das ist die Erde da unten. Das heißt, wir sind in einem Orbit um die Erde. Astronauten vor kaum 100 Jahren war das sicher ein atemberaubender Anblick. Sie sahen eine Erde voller Leben. Und heute nichts als Staub. Wenn sie das MPT-Netzwerk zum Laufen kriegen, könnte es nach dem Fall der Mondkolonie endlich wieder Hoffnung geben. Um unsere Welt wieder aufzubauen und vor allem an die Zukunft zu denken. Sie müssen den MPT in der Pearson-Raumstation finden. Von dort wird die Energie zur Erde übermittelt. Das war das letzte Glied im MPT-Netzwerk vor dem Blackout. Wenn es Antworten gibt, dann dort. Claire, wir müssen runter zum Schutzraum. Der Sturm wird schlimmer. Verstanden. Fortuna One, der Sturm wird den Funkkontakt unterbrechen. Sie sind dann eine Weile allein. Um die Station zu erreichen, müssen Sie... Okay, jetzt sind wir nun wirklich auf uns allein gestellt. Was haben wir? Startet die Rakete. Ach, oh mein Gott. Ja, zweite Phase Abschaltung des Haupttriebwerkes. Ich nehme an, das ist das hier. Finden Sie die Schubdüse der zweiten Phase. Ja, was ist denn das jetzt? Okay, bereit für die Zündung. Ich weiß nicht, wollen wir letztes Mal auf die Erde schauen? Das schaut wirklich hässlich aus, so verstaubt. Na gut, dann ab zum Mond.
Das ist aber ein ordentliches Zapferl, was da gerade rausgeschaut ist aus dem Mond. So, was ist unser Ziel? Betritt. Achso, okay. Achso, wir müssen das andocken. Wie machen wir das jetzt? Was hätte ich doch alles lernen sollen damals auf der Raumakademie. Aha. Oh, ich kann mich jetzt bewegen noch. Fortuna One, Sie müssten jetzt Pearson erreicht haben. Der Sturm hat unsere Instrumente beschädigt. Wir können Ihre Position nicht erfassen und keine Nachrichten empfangen. Aber wir können Fluktuationen im MPT-Netzwerk erkennen. Wenn Sie das hören, erreichen Sie das Kontrollzentrum, finden Sie den Fehler in der MPT-Verbindung und bringen Sie sie wieder online. Viel Glück da oben. Okay. So, warte mal. Nichts überstürzen, wer weiß, was hier alles auf uns lauert. Okay, also, wir sind jetzt auf der, naja, quasi Raumstation, sage ich mal. Irgendwie ist es doch mit dem Mond verbunden. Aber ich glaube, das ist auch dieser MPT-Transmitter. Kann das sein? Müssen wir uns auch genau anschauen. Wir müssen sowieso auch mal hier die Gegend erkunden. Ja, also, wir sind soweit halbwegs am Mond. Und jetzt beginnt eigentlich das Abenteuer, aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis dann.